Einen wunderschönen guten Morgen über Musik, Film und Buch. Da geht's hier häufiger. Comics möchte ich aber nicht vergessen. Das Medium, das stand zum iPad-Start im Jahr 2010 ganz urplötzlich im Mittelpunkt. Die Bildschirmgröße der iPads, die passte so hübsch zu den Heften. Das ist lange her. Ich schaue heute mal auf moderne Apps, über die man heute diese Bildergeschichten digital konsumiert.